Da ich wie in jedem Winter unter dem Jan-Ulrich-Effekt leide und meine Radform steil in den Keller geht, habe ich beschlossen, die Form im Keller aus dem Keller zu holen. Wie viele andere Radler bin ich auf dem Strava-Netzwerk aktiv. Dort ist mir zuerst aufgefallen, dass einige auf Strecken wie London, Paris und New York unterwegs waren, was ich erstmal ökologisch total verwerflich fand. Mir beim zweiten Hinschauen aber klar wurde, dass diese dort nur virtuell mit der Radler-App Swift unterwegs waren. Um es mal werbewirksam auszudrücken, wenn es draußen früh dunkel wird, es nass, kalt und glatt ist und man sich nicht wie ein Eskimo anziehen will, macht Swift das Leben einfach leichter. Doch was braucht man nun, um im Netz virtuell Radfahren zu können? Das Wichtigste ist natürlich ein Rollentrainer, der sich mit der Swift-App koppeln lässt. Hier gibt es einige auf dem Markt und die Auswahl ist echt groß. Ich selbst habe mich für einen Tex Flux 2 Smart Trainer entschieden. Warum? Weil der Name einfach geil ist. Nee, Quatsch. Vor allem wegen der Kaufempfehlung eines Freundes. Laut Herstellerangabe ist eine Maximalleistung von 2000 Watt und Steigungsgrade bis zu 16% möglich. Nach Corona-bedingter 8-wöchiger Lieferzeit war es dann endlich soweit. Wer nun denkt, dass er gleich loslegen kann, wird erstmal enttäuscht. Am Rollentrainer muss zuerst eine zum Rad passende Kassette montiert und die Schaltung mit Endanschlägen neu eingestellt werden. Wer nicht der große Mechanik-Crack ist, sollte dazu die Fachwerkstatt seines Vertrauens aufsuchen. Denn keiner mag Schaltungen, die rattern. Bei Carbonrädern sollte man erstmal in der Bedienungsanleitung lesen, ob die Leichtbauweise für den Rollentrainer geeignet ist. Ich selbst habe mein altes Alurad aufgespannt. Ist natürlich stabiler und das Gewicht spielt hier eine untergeordnete Rolle. Das Ganze sollte in einem Kellerraum oder Dachboden mit viel Frischluftzufuhr aufgestellt werden. Warum? Ist wohl selbsterklärend. Wer will schon, dass sein Wohnzimmer wie ein Fischladen riecht? Dort sollte man zuerst für eine gute Internetverbindung sorgen. Keiner mag Programmabstürze während einer längeren Fahrt. Ich selbst habe mein WLAN-Netzwerk über eine Steckdosenverbindung erweitert. Um mit der Radler-App Swift fahren zu können, benötigt es eine Plattform. Natürlich kann man sich auch mit seinem Smartphone koppeln. Leider ist die Darstellung etwas klein, sodass man die Zahlen nur mit der Lupe erkennen kann. Ein Freund gab mir den Tipp, mir doch eine Apple TV-Box zuzulegen. Die Verbindung ist sehr stabil und die Grafik echt super. Für die Darstellung zu empfehlen ist schon mal eine Monitorgröße, besser sogar ein TV-Gerät oder wie ich es gemacht habe, ein Beamer. Denn größer ist bekanntlich immer besser. Die ersten Tage bzw. Kilometer auf Swift sind kostenlos. Dann ist man mit 15 Euro im Monat dabei. Ist jetzt nicht wenig, aber um den Winter zu überbrücken, echt okay. Ist man erstmal gestartet, wird man schnell in die virtuelle Welt eingesaugt. Das Gefühl des Radfahrens fühlt sich total real an. Steigungen werden täuschend echt simuliert. Im täglichen Wechsel werden Strecken für jeglichen Fahrspaß angeboten. Man kann sich in Frankreich hoch zum Mont Ventoux quälen oder über die Champs-Élysées in Paris fahren. Auch eine komplett virtuelle Welt, Watopia genannt, kann mit dem Rad befahren werden. Selbst Radrennen, die einen offiziellen Wettbewerbscharakter haben, werden virtuell abgehalten und man kann sich dort mit den Besten des Radsports messen. Natürlich kann man sich auch mit Freunden verabreden und zu Gruppenfahrten treffen. Wer keine hat, saugt sich einfach in den Windschatten eines etwa gleich schnellen Fahrers. Der weltweit verbindende Charakter ist natürlich groß. Wo sonst kann man sich mit Radlern aus aller Welt treffen und Spaß haben. Was zuerst wie ein Vorteil aussieht, aber doch irgendwie fehlt, sind die natürlichen Umwelteinflüsse. Da kein Fahrtwind herrscht, kommt man echt in Schwitzen. Und der Flüssigkeitsverlust wird jetzt erst sichtbar. Doch auch hier kann man einiges simulieren. Natürlich kann Fahrtwind auch mit einem Ventilator erzeugt werden. Ich selbst habe mich für eine billigere, umweltfreundlichere Version entschieden. Und was wäre das Ganze ohne Fans, die einem auf der Strecke zujubeln? Wasserträger, die einem während der Fahrt mit Flüssigkeit versorgen. Wie immer gilt natürlich Vorsicht beim Wegwerfen von Trinkflaschen. Und welcher Radler ist nicht schon in einen Regenschauer gekommen? In den Bergen herrscht oft Nebel, aber auch dafür kann gesorgt werden. Aber am geilsten ist es immer noch, wenn der Passjäger auf Laserman Special trifft. Dann wird hammerhart gefahren.
Ausfahrt hatte ich einen Vorderradplatten. Ist jetzt kein Scherz? Kann die virtuelle Welt noch realer sein? Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich über ein Like sowie ein Abo von euch freuen.